Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Morgen gibt's Schnitzel! Es gibt Dinge, die will man einfach wissen, auf die kann man sich freuen. Ja, Schnitzel gibt's morgen und was ist mit ihr? Sie stirbt morgen. Oh, es gibt also offensichtlich auch Dinge, die man nicht wissen will. Also außer, es ist irgend sowas wie die höllenartige Interpretation von untäglich grüßt das Murmeltier, so quasi untäglich stirbt die Urschel mir. Ich weiß es nicht, aber wir haben hier einen Film unter dem Titel She Dies Tomorrow. Das ist jetzt möglicherweise Anlass, sich jetzt nicht mehr noch relativ viel Tiefkühlkost zu kaufen, aber dieser Film ist ein Drama-Mystery-Thriller von Regisseurin Amy Seimetz aus dem Jahr 2020. Seimetz hat aber interessanterweise, bevor sie diesen Film gedreht hat, erst einen einzigen Film gedreht, nämlich Sun Don't Shine aus dem Jahr 2012, der es allerdings laut UFDB gar nicht mal zu uns geschafft hat. Sie ist allerdings jemand, die immer wieder als Schauspielerin in Erscheinung tritt. Beispielsweise war sie die Amy in dem Film Your Next 2011, sie war Vicky in Revenge for Jolly, der von Cape Light veröffentlicht wurde, und sie ist als Becky Ives sogar in einigen Folgen von Stranger Things zu sehen gewesen, bevor sie dann überraschenderweise einen Karriereaufschwung hatte und als Ferris in Alien Covenant, als Rachel Creed in Friedhof der Kuscheltiere, beziehungsweise als Cleo in dem Film Arch Enemy zu sehen war, der ebenfalls hierzulande über Kochfilms dann als Blu-ray Mediabook veröffentlicht wurde. Aber der Film She Dies Tomorrow ist einer, den eben uns Kochfilm sowohl als Standard-Edition als auch eben als Sonderauflage im Mediabook serviert hat. In meinem Fall hat auch dieses Mediabook bereits offensichtlich irgendwann einmal eine Tischkante geküsst, wobei kann man auch sagen, das Mediabook da ist tomorrow. Ich muss allerdings an der Stelle sagen, dass das eine Art Cover-Artwork ist, die mir persönlich eigentlich überhaupt nicht gefällt. Vor allem, weil ich jetzt gerne in diesem Video relativ lange drüber referieren würde, was wir auf diesem Cover sehen, wie wir das interpretieren können. Und ich muss wirklich entschieden sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, was das sein will und was uns das zeigen soll. Ich find's einfach nur ziemlich schier. Mehr oder weniger eine relativ detailarmes Bild von einem bläulichen Schlumpfgesicht, die, ich drücke es jetzt möglichst unzweideutig aus, eine milchig anmutende Flüssigkeit in ihrem Gesicht hat, dann offensichtlich noch ein drittes Schattenauge neben sich untergebracht hat und das Ganze offensichtlich mit den Jahresringen ausgestattet ist, beziehungsweise einer vergrößerten oder verkleinerten Version von dem Tatortvorspann. Ich habe keine Ahnung, worüber ich hier rede, tu es aber trotzdem, ich sollte in die Politik gehen. Aber wir machen an der Stelle vielleicht einfach weiter, sehen aber interessanterweise, dass das Frontcover-Artwork hier auch auf den Spine noch einmal fortgesetzt wird, dass es dann lediglich auf dem Backcover einen Break gibt, wo mir allerdings die Gestaltung auf dem Backcover dann wesentlich besser gefällt. Da sehen wir ein paar Bilder aus dem Film. Ich mag auch die Art, wie vor allem dieses größere Bild hier links oben mit dem harten Kontrast und diesen eintönigen Farben funktioniert und gearbeitet hat, dass wir dann hier natürlich eben auch noch die klassischen Informationen, technischen Details, Bonusmaterialien, Cast and Crew Angaben und so weiter bekommen. Dann schauen wir mal einen Blick ins Innere. Da blieb sich Kochfilms, ich finde es bei den Farben von dem Cover Artwork finde ich es natürlich extrem genial. Hoppala, noch, jetzt renne ich da dauernd dagegen. Da ist die Filmproduktionsfirma von She Dies Tomorrow offensichtlich Neon heißt. Dazu bekommen wir auch ein, ich denke, anderes Bild hier auf der DVD, wobei das eben dem von der Blu-ray relativ ähnlich ist, mit großer Ausnahme, dass der Titelschriftzug vom Film eine andere Farbe hat. Wir haben dann hier auf der linken Seite interessanterweise hier mit eben auch diesen Tatort-Effekten, aber auch schönem Lens-Flare eigentlich, also das, was da auf dem Booklet-Frontcover ist, mag ich eigentlich ganz gerne, das spricht mich optisch durchaus an. Dafür
auf der linken Seite eigentlich eher das, was wir damals gesehen haben bei der Kamerafahrt durch den Diamanten in dem Film Wishmaster, beziehungsweise so ein kleines bisschen schleimiger Body Horror. Und auf der rechten Seite sehen wir dann eben quasi ein durchgehendes Design, wobei es auch hier so aussieht, als hätte sich jemand etwas zu sehr mit den Schlümpfen angefreundet. Da finde ich es aber ebenfalls recht passend, dass ihr Gesicht in scharf auf dem Backcover vom Booklet zu sehen ist, wohingegen eben der Kerl, der ja eigentlich eh nur unterhalb von der Disc untergebracht ist und demnach verschwindet, sobald die Disc eingelegt ist, eben der unscharfe, einfach nur erweiterte Teil von diesem Innendesign ist. Das ist wirklich immer eine Art an Innendesign, die ich persönlich sehr schätze. Dazu können wir jetzt dann natürlich einmal einen Blick durch das Booklet werfen. Da bekommen wir mit diesen selben psychedelischen, farbtechnischen... Ich habe wirklich Angst, dass das ein Vollgas-Arthouse-Film ist. Ich wäre ja eigentlich wirklich dafür, dass die OFDB als Genre nicht nur Drama, Mystery, Thriller angibt, sondern dass so ein riesiger, blinkender, roter Achtung, Achtung, Arthouse Banner hier herumrennt. Tatsächlich war das und diese Gestaltung auch so ein bisschen der Grund, warum ich beim Kauf von diesem Titel immer wieder zurückgeschreckt habe. Ich hatte ihn ja schon wirklich mehrfach im Warenkorb, wenn ich ihn gesehen habe, eben zum Beispiel bei der Aktion beim Kochfilmshop direkt, beziehungsweise auch Amazon hatte den ja jetzt nicht das erste Mal im Angebot, aber normalerweise hatte ich dann bei diesen Angeboten und Deals immer wieder so viel Material gefunden, dass ich auf den wieder verzichtet hatte, weil ich eben auch wirklich Angst hatte, dass es sich um einen Arthouse-Film handelt. Dabei muss ich aber tatsächlich sagen, dass die optische Aufbereitung von den Mediabook seitens Kochfilms tatsächlich schon auf der einen Seite irgendwie faszinierend ist, auch wenn ich wirklich so wie bei einem Arthouse-Film typisch schon alleine bei der Betrachtung von dem bloßen Cover das ziemlich sichere Gefühl bekomme, dass ich das alles nicht verstehe.